Da will ich eigentlich gar nicht kommentieren, weil es mir einfach zu blöde ist, so ein Spiel zu kommentieren, den Nachbericht, ne? Was spielen die für Scheiße, ey? Guckt euch die Noten an. Der Dodo kriegt dann auch noch eine 4. Mann, ey. Die Franzosen haben hier das Spiel kommen alles locker gespielt, die Ergebnisse. Mal sehen, hat Mainz. Mainz gewinnt auch 3-1 gegen die Belgier. Damit haben wir nur einen Punkt aus zwei Spielen. Es wird schwierig, hier nochmal zurückzukommen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also die Stimmen sind mir jetzt auch gerade egal. Habe ich zu... Nee, da bin ich einfach zu wütend, weil ich es nicht verstehe. So, Donkor, der will jetzt hier aus der ersten Mannschaft weg. Was hast du denn gedacht, dass du ein ganzes Jahr spielst? Wirklich, ey. Die Reserve mit dir. Den Assistenten. So, dann gucken wir Trainingsziele. Ja, dann machen wir das mal. Ein neuer Jugendspieler entdeckt. Baka. Ja, den kann ich jetzt nicht mehr hören, ne? So, den nehmen wir mal mit. Smoke. Smoke ist wieder fit. Trainingsziele erreicht. Die nächsten. Okay. Datenbank aktualisiert. Gucken wir mal die. Oh. Ein guter linker Mittelfeldspieler. Krisic. Okay. Der gefällt mir. Der ist 20 Jahre alt. Ladislav Krisic. Andrit 86. Flanken. Der kann Zweikämpfe. Der kann Ecken super. Also da haben wir doch mal ein Talent gefunden, was ich nicht gedacht hätte. Der ist 7,3 wert. Und das ist einfach die Tschechen. Die haben meistens so eine Überraschung. Wer ist er hier? Nitranski. Milan Nitranski. Okay, der hat auch eine Stärke. Oh, Zweikämpfe, Grätsche, Manndeckung. Ins Blickfeld nehmen auf jeden Fall. Also da haben wir aus den Tschechen was Gutes gefunden. Oh, durchschnittlich. Also Jefferson ist wohl nicht hier der Beste. Den sollten wir uns lieber nicht kaufen. Wird uns hier empfohlen. Gehen wir mal in den Nachrichten. Auch ein neues Fanartikel. Krinini erträgt Trainingsziel Scouting. Ja, das haben wir gerade gesehen. Schwänzt Massase. Nee. Schön, du Sack. So, Klopapier aufnehmen, natürlich. Dann wieder Bettwäsche. Marketing, Kampagne. Kalender. Ja, das wissen wir. Trainingsziele müssen wir auch noch einstellen. De Stefano. Trainingsziel, ne? Da müssen wir doch irgendeinen finden. Ja, finden wir auch. Am Innenverteidiger. Hier auch zwei Männerchen. Zwei Männerchen, ne? Zwei Männer. Die hier auch keine Trainingsziele mehr haben. Also keinen richtigen Mentor, ne? Für das Trainingsziel. Für das Trainingsziel, ne? Wenn man es genauer nehmen wird. Grammatisch. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch mit ein paar Leuten quatschen können und sagen, ihr seid beschissen. So ganz auf Deutsch. Ach, wir müssen ja auf den Sonntag. Weil sonst geht's ja nicht. Wir reden ja meistens immer am Sonntag mit den Jungs. Weil da ja immer die Spiele sind. So pendelt sich's der meisten ein. Juan Pablo Carrizo ist jetzt stärker. Ja, schön für ihn. Er hat aber auch nicht überzeugt. Guani können wir auch nichts sagen. Palicio, Kuzmanovic, Vila, Jonathan, Vidic, du hast eine gute Mannschaft. Führung. So, Kovacic, du hast gut trainiert. Naja, welche Bienen sonst? Immer nur Icardi und Kovacic. Das sind die einzigen, auf die wir uns verlassen können. So, erste Mannschaft. Lodo auch mal wieder. Herr Danovic nur eine 7. Und ich weiß nicht, wir müssen mal auf Leihspieler gucken. Weil ich hatte da letztens was mitgekriegt. Wir haben da einen super italienischen Torwart. Guck mal, Position. Der hat eine. Der spielt hier schon 12 Spiele, eine Durchschnittsnote von 2,85. Wir können uns den auch gerne mal angucken. Wir sehen hier 1 gegen 1, Mann gegen Mann also. 83 Stellungsspiel, 82 Fangsicher, 83 Reflexe, der ist schon extrem stark. Konstanz eine 83. Also wenn der zurückkommt, also das ist eine, das ist ein guter Torwart dann. Der kann uns dann auf jeden Fall helfen. Nicht so wie unsere Bäden, die hier komplett verzweifeln. Die sich unter der Form, sich beide gegeneinander runterputzen.
So, das ist kein gutes Spiel von denen. Und hoffentlich wird es das nächste Spiel wenigstens besser, ne? Weil, wenn die noch schlechter werden, ne? Ja, das freut mich nicht. Oh, wir sehen auch Victor Valdez zu Celtic. Okay. Da geht's für den Spanier nach Celtic. Wer hätte das gedacht? Celtic Glasgow. Wir sehen auch, dass Sarina sich am... Was hat er trainiert? Schwachen Fuß. Schön. Scouting ab schon. Alexandro. Eine 77. Also das ist einer für uns. Glorreiche Zukunft. Mal sehen, was er zu den anderen sagt. Weil wir haben ja noch eine lange Zeit, bis das Wintertransfer wieder aufmacht. Internationale Nominierungen. Wir sehen, Handanovic hat gespielt. Eine 2. Ach, ein Wunder. Serbien gewinnt. 4-1 gegen Liechtenstein. Kuzmanovic. Oh, auch eine gute Note. Kroani spielt hier nur 17 Minuten. Krini auch nur 24 Minuten. Auch nur 4 gekriegt. Kovacic 90 Minuten und dann 3. Icardi. Ja, der hat nur 12 Minuten gespielt und kein Tor geschossen. Also das geht schon besser, ne? Kann man sich doch eigentlich schon mehr offen von unseren Icardi in der argentinischen Nationalmannschaft. Gehen in die Nachrichten rein. Wir sehen Opa, Trainingsziel erreicht, ne? Scouting abgeschlossen. Danilo auch eine 76. Internationale Nominierungen. Wir wissen es. Rom ist jetzt besonders motiviert mit dem neuen Trainer. Daten aktualisiert. 0 Spieler. Also ich würde mal sagen, Tschechien haben wir jetzt ausgereift, ne? Gehen wir mal in ein anderes Land. Warum ist denn da Antritt und Schnelligkeit drin? Sag mal, seid ihr bekloppt? Das habe ich doch eingestellt, nicht mal in Deckung. Stellt sich das automatisch ein? Das ist ja Blödsinn. Was habe ich denn da gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr, ne? Schön. Kopfrevision, genau. Tschechien, dann gehen wir mal nach Belgien. So, jetzt gucken wir mal. Der vom ist doch Blödsinn, ich brauche da nicht sowas. Wie geht der denn auf Antritt? Zweikämpfe. Bewusstsein, Beweglichkeit, ne, machen wir nochmal so. Das ändert sich die ganze Zeit, das ist doch Blödsinn. Ey, da muss ich das doch hier nicht einstellen. Und mal sehen, wenn ich jetzt wieder reingehe. Oh, dann mache ich einfach nur mal zwei Kämpfe. Mal sehen, was da passiert. Nee, okay, Andrit, nee, schön, dass du hier wieder... Ey, da kriegt der Kotzen bei sowas. Flanken, ist klar. Ihr macht Grätsche, Minimum. Ach komm, leck mich am Arsch. Also ich lasse mich hier nicht verarschen von dem blöden Spiel. Sehen Gomez 81, ne? Die hatte Icardi auch schon. So müssen wir wieder die Trainingsziele haben. Die trainieren hier aber auch wie Verrückte. Unsere Jugendmannschaft. Den können wir auch nichts mehr beibringen. Unserem Stürmer. So, den nächsten Caruni. Willst du mir nicht sagen, dass du den auch nicht mehr trainieren kannst? Nee. Oh, auch keinen Mentor. So, 1 Million ist der auch wert. So, machen wir mal wieder Assistenten hier durchballern. Da ist der Jerome Bacca. Trainings hier nur wichtige Sachen. Dribbling, Flanken, Ausdauer, Schnelligkeit und Antritt. Wir sehen, er ist nervenstark, positionsgebunden und medienscheu. Also kann uns da eigentlich nicht passieren, dass der irgendwie was ausplaudert, ne? So. Dann quatschen wir nochmal schnell mit den Jungs. Hoffentlich, wenn die sich noch was sagen lassen. So, Icardi, du hast gut trainiert. Vasic. Vidic, Mannschaftsführung ist klasse. Hernandez, kümmere dich um Delgado. Mendel, du hast gut trainiert. Gewinnt 3 Moralpunkte. Obi, ja, wie immer, der trainiert auch immer stark. Dodo. Der Brasilianer, der hier sich
extrem gut reingearbeitet. Nee, Handanovic kannst du vergessen. Na komm, müssen wir ja wohl, weil sich die anderen hier nichts sagen lassen. Also nichts Gutes. Smanovic, der hat da ein super Spiel in der Länderpause gemacht. Alicio auch, du hast gut trainiert. Team Hirashi, wir sehen Vidic immer noch Anführer. So, Nakatomo nehmen wir heute auf jeden Fall mit für Nerine Krinini. Wen nehmen wir los raus? Wo kommt heute mal Obi wieder rein, wenn er dann kann? Ja, 100% eingespielt, schön. Und heute kommt auch, ja, ich würde mal sagen, Juan José für unseren André. So, Mende eine 10er vom Vila. Den kannst du vergessen. Kuzmanovic kommt wieder rein. So, wir sehen Nakatomo eine 9er Form. Das wird schon, ne? Gehen wir mal in die Taktik rein gegen Lazio. Das wird schwer. So, Philipp Djordjev. Da nehmen wir mal Kuzmanovic. Sonderbetreuung für Ederson. Kandreva, der hier, Antonio Kandreva. Schnappt ihr den mal, Dodo. Lusic. Ja, Jonathan dran. So, wo gehen wir durch? De Frey. Konko, ex Vila, ne? SC Vila. FC Vila. Müsste, ne? FC Sevilla. Aha, Genua. So, dann sagen wir mal, ohne Vorgaben. Spielen wir auswärts? Ich glaube ja. Kämpfe es zu lassen. Ich würde mal sagen, bis dann, haut rein, euer Berliner LP.